Jetzt kommen wir zu einem Künstler, auf den freue ich mich ganz besonders. Er ist wirklich herrlich skurril, er ist musikalisch und er ist immer ganz, ganz großartig, wenn er hier ist. Er ist hier aus Köln, deswegen feiert mit mir zusammen, dass er hier ist. Der großartige, aufkopierte, selten erreichte Friedemann Weise. You don't want no beef, boy. No one on the streets, boy. Better follow me until you're down, down. See, it's what you get, girl. Don't ever forget, girl. It's nothing yet until you're down, down. Das sieht aus wie ein Pimmel, die Strecke. Ich habe gestern Tagesthemen geguckt und da war Sigmar Gabriel. Ich habe gedacht, hat er 2 Kilo abgenommen? Aber das war Andrea Nahles. Cool. Kennst du das? Heute ist der große Kennst du das Abend, oder? Kennst du das? Du willst zu zweit unter einer Decke schlafen? Das Bett ist 1,40, die Decke 1,60 und du bist alleine? Kennt ihr diese Spinner, mit denen man nicht ins Kino gehen kann, weil die immer nur so Filme in Originalfassung gucken? Nicht so mit Untertitel, Originalfassung, nur auch wenn der Film auf Finnisch läuft. Gerade wenn er auf Finnisch läuft, kennt ihr die Leute? So einer bin ich. Ich habe manchmal Angst, wenn ich neben meiner Freundin auf dem Sofa sitze, dass sie eigentlich Manuel Neuer ist. Ich habe gehört, dass hier viele... Dankeschön, ich habe keine Zeit. Ich habe gehört, dass hier viele Erstsemester sind, deswegen will ich auf 2 Sachen verzichten bei meinem Set. Und zwar auf Fremdwörter und Redundanz. Sie merken, mein Programm trainiert beide Gehirnhälften. Die obere und die untere. Ich würde gern beginnen mit einem Song über die Folgen der Globalisierung. Aber so einen Song habe ich nicht. Ich bin Dankeschön. Hast du schon mal geträumt, dass du nicht schlafen kannst? Sind Germanisten hier? Ich weiß gar nicht, was der Plural von Mehrzahl ist. Müssen eigentlich in so Gefängnissen auch solche Fluchtwegpläne hängen? Ich weiß es nicht, Alter, ich weiß es nicht. Ist Magersucht eigentlich eine schwere Krankheit? Sind Pflaster in Afrika eigentlich auch Hautfarben? Aber mit Lacher nochmal, okay? Nachher den Lacher, nicht? Oh Gott. Wenn nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, welcher Tag wäre dann heute? Meine Damen und Herren, ich bin vor 4 Wochen Vater geworden. Dankeschön. Ja, ihr klatscht für ungeschützten Geschlechtsverkehr. So liebe ich meine Studentin. Ich mag halt keine Chicken Wings, Mann. Aber das war so, meine Freundin wollte eigentlich so einen, Hund eigentlich haben. Und ich habe gesagt, Alter, lass doch erstmal gucken, ob das so, weißt du, mit der ganzen Verantwortung und so, ob wir das hinkriegen. Lass dir erstmal ein Kind und, ja, weil bei Kind musst du nachts aufstehen, aber bei Hund musst du nachts rausgehen. Und wir wollen jetzt nicht klatschen, wir wollen jetzt doch keinen Hund. Freunde von mir haben letztes Jahr schon ein Kind gekriegt, die wollten von Anfang an alles richtig machen. Kennt ihr so Stichwort Helikoptereltern, ne? Sind deine auch vielleicht. Und, da musst du so, gibt's so eine Studie, dass wenn du die direkt in den Bauch, also den Bauch der Mutter, bestallst mit so klassischer Musik, dann werden die Kinder höchstwahrscheinlich hochbegabt, so wie, wie er zum Beispiel. Und die melden, die sind du doch nicht. Und das haben die gemacht, so alles durchgezogen, jeden Tag 14 Stunden Kopfhörer auf dem Bauch und so. Die haben nur, das mit Mozart gemacht und die Studie ist eigentlich mit Beethoven. Mozart war die Studie, wo die Kühe mehr Milch geben. Jetzt sitzt der Spinner immer im Garten und frisst Gras. Ich habe heute gelesen, dass Studenten jetzt auch schon unter Burnout leiden. Stimmt das? Jemand mit Burnout hier? Okay. Ich habe ein Lied geschrieben extra für dich, aber damit das nicht so traurig wird, habe ich das gepaart mit einem Reiselied. Es gibt zu wenig schöne Reiselieder auf der Welt. Und herausgekommen bei dieser Kreuzung ist ein Burnout-Reise-Liebeslied. Mit dem Ja.
mit dem wunderschönen Titel Burnout nur mit dir. Ich spiele das jetzt, okay? Jeder lustige Liedermacher braucht einen Burnout-Song. Doch weil ich so vieles mache, bin ich noch nicht dazu gekommen. Eigentlich wollte ich schon dieses Jahr meinen ersten Burnout haben. Doch weil es so viel Termine gab, musste der noch warten. Aber nächstes Jahr, da nehme ich mir ganz bestimmt die Zeit dafür, weil dir keine zweite Chance bleibt für deinen Burnout Nummer 1. Burnout, Burnout, Burnout nur mit dir, mein Baby. Burnout, Burnout, Burnout nur mit dir, ich sag meine Termine ab, dann haue ich mein Handy platt. Wenn einer was dagegen hat, sag ich, dass ich Burnout hab. Burnout, Burnout, Burnout nur mit dir, mein Baby. Burnout, Burnout, Burnout nur mit dir. Wir kaufen uns einen Hippiebus und fahren durch die Staaten. Von Osten nach Westen ist landschaftlich am besten. Wir brauchen noch so Trillerpfeifen gegen die Bären. Denn wenn die uns angreifen, müssen wir uns ja wehren. Hab ich in der Art Doku gelernt. Gegen Grizzlybären 4 Meter. Oh. Hilfscheibe. Burnout, Burnout, Burnout mit dir, mein Baby. Burnout, Burnout, durch die USA pfeifen. Ich weiß ja, man macht keine Witze über Krankheiten. Doch dass Burnout keine offizielle Diagnose ist, erklärte mir ein Internist. Was es gibt, sind Erschöpfungsdepressionen. Aber die sind wirklich nicht lustig. Da liegt man den ganzen Tag im Bett. Mit dir wäre das ja auch ganz nett. Erschöpfungsdepression, Erschöpfungsdepression, Erschöpfungsdepression mit dir. Erschöpfungsdepression, Erschöpfungsdepression, Erschöpfungsdepression mit dir. Oder doch lieber Burnout, Burnout, Burnout nur mit dir, mein Baby. Burnout, Burnout, 4 Wochen Burnout mit dir, 8 Wochen Burnout mit dir. Ihr habt eben schon geklatscht, ne? Ihr müsst jetzt nochmal, weil das Lied ist schon vorbei. Dankeschön, das war's von mir. Luke Mugridge, Dankeschön. Vielen Dank, Dankeschön. Niemand weiß es.